Hallo ihr Lieben und willkommen zu diesem neuen Video von mir. Heute geht es um das Book-Journal mal wieder. Und zwar geht es um das Flip-Through und kurzes Erklärvideo zum ersten Monat des Jahres, zum Januar. Es kommt ein bisschen spät, ich weiß, denn es ist jetzt in ein paar Tagen der Februar rum, wo ich das hier drehe. Aber ich habe mir gedacht, der Vollständigkeit halber möchte ich dennoch für jeden Monat ein kurzes Flip-Through-Video für euch abdrehen. Ihr kennt eigentlich die ganzen Seiten schon von den Journal with Me's. Dennoch möchte ich ein bisschen was dazu erklären und ein bisschen sagen und auch den Prozess zeigen. Und ja, ich würde sagen, wir starten einfach mal los. Upsi. Wir starten einfach mal los und ich zeige euch immer die Sachen mit meinem Stift hier. Und ja, und zwar folgendes. Der Januar, bei mir starten, ich gehe mal auf die andere Seite, weil hier mache ich Schatten, die Sonne kommt gerade so schön rein. Und zwar, bei mir im Book-Journal habe ich ein System entwickelt, in dem ich monatsweise und auch wochenweise meine Buchpläne notiere. Und natürlich auch für die jahresweise eigentlich nur stupide Listen mache. Die habe ich euch beim ersten Vorstellungsvideo vom Book-Journal ja kurz schon gezeigt. So, zum Januar. Ich habe ein Titelbild genommen. Übrigens alle Bilder, die ihr hier seht, die ausgedruckt sind, sind von Pinterest entnommen, sind also nicht mein Eigentum. Dann habe ich hier mein Want to Read für den Januar aufgeschrieben. Und ich habe dann auch, immer wenn ich eins der Want to Read Bücher gelesen habe, es hier blau angemalt. Ihr seht also, ich habe zwei der Want to Reads nicht geschafft. Ich habe sie auch hier geixt. Hätte ich eigentlich nicht müssen, denn die Farbe reicht, aber ja. Ich wollte 7 Bücher unbedingt im Jänner lesen, 5 sind es dann endgültig geworden, denn Ophelia's Scale 3 habe ich dann erst in den ersten Februartagen beendet und deswegen ist die Challenge der 7 Bücher nicht geschafft und wenn man es ganz streng nimmt, auch die Reihe Ophelia's Scale nur im Jänner zu lesen auch nicht geschafft, aber ich zähle sie persönlich als gezählt, denn es sind, ich glaube am 4. Februar habe ich es dann beendet, Band 3. Aber ja, das muss man eben nehmen, wie man will. wie gesagt, mich sollen die Challenges motivieren und nicht abschrecken, wenn ich mal was nicht oder nicht komplett schaffe. Hier oben habe ich mir die Neuerscheinungen, die mich persönlich sehr interessiert haben, aufgeschrieben für den Jänner und unterstrichen habe ich die Bücher, die ich mir mittlerweile zugelegt habe. Natürlich interessieren mich immer viel mehr Neuerscheinungen, als ich mir dann letztendlich hole. So viel Geld habe ich nicht und auch nicht so viel Lesezeit, da muss ich mich immer beschränken. Aber ja, ich habe mir also mittlerweile geholt Free Like the Wind, Elbendunkel 2, Midnight Soul 2 und Between Your Words. Die Dare to Trust habe ich als Hörbuch gehört, dennoch hier nicht unterstrichen, denn ich unterstreiche nur die Bücher, die ich mir dann auch gekauft habe. So habe ich einen guten Überblick gleich, wie viele Bücher von den Neuerscheinungen, die ich mir vorgemerkt habe, sind bei mir eingezogen. Und ja, es waren auch nur diese 4. Im Jänner hatte ich relativ wenige Neuzugänge. Nein, noch 2 andere, die keine Neuerscheinungen waren. Dann habe ich mir hier, genau, hier habe ich mir eh nochmal die ganzen Neuzugänge aufgeschrieben, denn es war auch Soul of Hearts und Your Smile dabei, die beiden Bücher, die ich unbedingt wollte, weil ich K-Pop-Bücher lesen wollte. Letztendlich sind sie noch immer ungelesen bei mir, aber ja, was nicht ist, das kommt sicher noch. Hier habe ich mir aufgeklebt Leserunden, ich hatte keine im Jänner, deswegen ist das leer geblieben und ich werde es wahrscheinlich auch wegkleben, wobei, ohne dem sieht die Seite etwas leer aus, vielleicht bleibt es auch drauf. Hier hatte ich meine Ziele für den Jänner. Ich wollte 7 Bücher beenden, habe ich abgehakt, denn es waren insgesamt 5. Und die Ophelia Scale Reihe 1 bis 3 durchsuchten, habe ich abgehakt, weil für mich, wie gesagt, die Challenge noch zählt. Auch wenn ich den dritten Teil erst am 4. Februar dann endgültig beendet habe, zählt es für mich. Denn sie hat mich eigentlich durch den ganzen Jänner begleitet oder durch den halben Jänner zumindest. Das war jetzt mal die Monatsübersicht. Jetzt kommen wir zu den Wochenseiten. Die erste sieht noch sehr trist aus. Mittlerweile gestalte ich sie noch viel bunter und viel überladener, denn ich bin der Typ für dieses Scrapbooking. Dennoch zeige ich euch natürlich den kompletten Jänner und hier hatte ich noch keine genaue Idee, wie ich das Ganze umsetzen und gestalten möchte. Ich schreibe mir immer die Wochentage hier auf.
und schreibe mir daneben die Lesepläne auf. Da kommen bei mir hinein nicht nur die Seiten, die ich pro Tag mindestens lesen möchte, das ist also immer die Mindestanzahl, es kommt auch rein, wann ich welches Buch starten, wann ich welches beenden will, es kommen aber auch Videodrehpläne und Instagram-Fotopläne hinein. Also alles rund um die Bücher, nicht nur ums Lesen, sondern eben auch ums Videodrehen und so weiter. Also alles, was mit Büchern im weitesten Sinne zu tun hat. Ich habe, glaube ich, im Februar jetzt sogar schon mal reingeschrieben, wann ich mir im Thalia Neuerscheinungen kaufen gehe. Also ja, das ist wirklich ein Plan für alles, was mit den Büchern zu tun hat. Dann habe ich hier ein allgemeines Bild gewählt, einen Spruch. Hier habe ich mir die Currently Readings aufgeschrieben. Ihr seht, hier waren es 2 in der Woche, Isara 4, das ich auch beendet hatte, und Ophelia Scale hatte ich angefangen. Mein Want to Read war Ophelia Scale und When We Hope. When We Hope habe ich erst später begonnen. Und diese beiden Bücher waren meine Hörbücher. Da zeichne ich immer gern so einen Player oder Kopfhörer oder sowas hin. Irgendwas in der Art, das mir zeigt, dass es Hörbücher sind, die ich in der Woche höre. Bei den Hörbüchern, da wähle ich ja immer spontan aus. Deswegen klebe ich da immer die rein, wenn ich sie gerade begonnen habe oder gerade höre. Ansonsten bleibt so lange frei, bis ich ein neues höre, und das klebe ich dann ein. So, das war dann die erste Kalenderwoche. Hier kommt die zweite, die mir persönlich schon mal viel, viel besser gefällt, denn ich mag es, wie gesagt, sehr bunt und überladen. Das ist einfach meine Präferenz. Ich weiß, es gibt viele Leute. So, da war der Akku aus. Also, wo war ich? Die Pläne verschieben sich schon mal. Dann habe ich hier mal wieder mein Currently Reading. Hier hatte ich mehrere Bücher angefangen, Ophelia Scale 1. All Saints High habe ich als Hörbuch gehört. Das habe ich das einzige Mal hier ein Hörbuch reingeschrieben. Das habe ich dann gleich wieder unterlassen, weil ich so total durcheinander komme. When We Hope und Ophelia Scale 2. Hier habe ich nämlich sowieso das Hörbuch. Deswegen war das total wieder ein typisches What the fuck. Und hier habe ich reingeklebt die Bücher, die ich in der Woche starten möchte. Was ich ja dann auch eigentlich mit diesen Büchern getan habe. Das heißt, die Woche war eigentlich relativ erfolgreich. Die nächste. Gut, da geht ein Sticker runter. Die nächste Woche wieder, ihr seht, sehr viel Gestreiche. Hier wollte ich die Bücher starten. Ich finde, die habe ich etwas zu groß ausgedruckt. Da habe ich Midnight Blues Hörbuch gehört in der Woche. Und ich habe in der ganzen Woche nur Ophelia Scale 2 beendet. Wie die Stille vor dem Fall habe ich da noch nicht angefangen. Und Ophelia Scale 3 habe ich da angefangen. Also da wollte ich gleich die Ophelia Scale Bücher hintereinander wegsuchen, dass ich dann auch die Challenge schaffe. Kalenderwoche 4 ist sehr pink geworden, da hatte ich echt Lust auf pink. Noch sehr überladen wieder, ich liebe das. Und ja, da habe ich mir zum ersten Mal auch Wochenziele aufgeschrieben, das mache ich jetzt irgendwie immer so. Da wollte ich die Weekly Challenge lesen, generell, da war eine Weekly Challenge, dass ich 50 Seiten mehr pro Woche lese, die habe ich auch geschafft. Bis auf einen Tag, glaube ich. 3 Bücher beenden habe ich nicht geschafft, das schaffe ich irgendwie nie, ich soll es runtersetzen auf 2. Ophelia Scale Reihe beenden habe ich nicht geschafft, weil der 4. Teil ja eben dann im Februar gelesen wurde. Und Lesepläne Februar festlegen habe ich natürlich gemacht. Gehört habe ich hier Fall of Legend und Dare to Trust, und ich wollte K-Pop Confidential anfangen. Ja, ging nicht durch, weil ich so sehr mit Ophelia Scale beschäftigt war, und Wie die Stille vor dem Fall habe ich da beendet. Und das war's auch schon, das waren mal die Wochenseiten. Jetzt kommen die Buchbewertungsseiten, die im Jänner waren, und zwar einmal Honey Springs, Sweet Like You. Ich sage immer Honey Springs, aber das Buch heißt Sweet Like You, es spielt nur in der Stadt Honey Springs. Das Buch hat in der endgültigen Sternebewertung 4 Sterne bekommen. Es war ganz gut, aber ein bisschen langweilig, aber es ist so ein typisches Wohlfühl-Romance-Buch. Wie gesagt, die Bilder sind von Pinterest, ich wiederhole mich, ich weiß, aber ich sage es zur Sicherheit. Dann habe ich hier die Bewertung zu Isara Band 4. 5 Sterne, volle Punkte, Jahreshighlight, mehr muss ich dazu gar nicht sagen. Ich liebe es, ich hätte noch viel mehr Zitate aufschreiben können, ich musste mich für ein paar auf ein paar begrenzen leider. Und ja, einfach grandioses Meisterwerk, diese Reihe, und vor allem Band 4 ist mein Lieblingsband der Reihe. Dann hier die Bewertung zu Ophelia Scale 1. Hat 4 Sterne bekommen, allerdings mit ein paar Punkte Abzügen. Vor allem die Logik, die kann ich euch gleich sagen, durch die ganzen 3 Teile für mich nicht immer stimmig war. Aber auch hier hatte ich sehr viele Zitate,
Und ich fand auch die Bilder, die ich jetzt ausgewählt habe, sind sehr passend zu dieser Welt. Eine Mischung zwischen Ruinen und zwischen altertümlichem Leben ohne Technik und zwischen Hightech-Technologie. Und ja, das Buch ist wirklich sehr gut, auch die Reihe generell, obwohl mich Band 3 sehr enttäuscht hat. Aber dazu mehr dann im Video für den Februar. Dann habe ich als Hörbuch gehört All Saints High, Der Verlorene, das ist der dritte und letzte Band dieser All Saints Trilogie. Er hat nur 3 Sterne von mir bekommen, da es sehr viele Abzüge für mich gab. Es hat zwar unterhalten, es sind gebrochene Charaktere, aber ich wurde trotzdem diesmal mit beiden Charakteren nicht wirklich warm, weder mit dem männlichen noch mit dem weiblichen, mit der weiblichen Protagonistin, mit beiden nicht. Und ja, ich habe hier auch kaum Zitate gefunden und online Englische rausgesucht. Das ist immer das Problem mit den Hörbüchern. Dann habe ich gelesen When We Hope, der dritte und letzte Teil der Love Next Reihe. Hat volle 5 Sterne bekommen. Jahreshighlight absolut. Mein Lieblingsband der Reihe, also der dritte und letzte Teil, ist wirklich der beste, obwohl die komplette Reihe natürlich eine volle 5-Sterne-Reihe für mich ist. Und ich liebe sie einfach und ich liebe die Bilder, die ich dazu gefunden habe. Ich liebe die Zitate. Ich liebe einfach alles daran. Dann habt ihr hier die Bewertung zu Ophelias Gale Band 2. Dieser hat auch 5 Sterne auch bekommen. War etwas besser sogar als der erste. Es ist auch mein Lieblingsband der Reihe, denn hier passiert wirklich sehr viel Spannendes und Actionreiches. Ich kann euch das wirklich sehr empfehlen, muss ich sagen. Und ja, wie gesagt, der Band war eindeutig der beste der Reihe, in meinen Augen. Band 1 war auch sehr gut, Band 2 war besser und Band 3 leider, vor allem zum Ende hin, hat mich enttäuscht. Aber ja, ist trotzdem eine gute Reihe. Also ihr lest sie, ihr könnt sie wirklich lesen. Sie macht wirklich Spaß, ist sehr schnell und einfach zu lesen. Aber ja, am Ende waren eben ein paar Dinge, die mir nicht so gefallen haben. Aber eben hier Band 2 fand ich sehr gut, mit 5 Sternen bewertet. Dann haben wir hier die Bewertung zu Midnight Blue, das habe ich als Hörbuch gehört, von LG Shen auch, genauso wie All Saints High. Wie ihr seht, hat das nur 2 Sterne bekommen. Es hat also ziemlich, ich sag mal, gefloppt. Ich wurde mit den Charakteren nicht warm. Es war eine Rockstar-Love-Story mit... Für mich war es wenig Tiefgang. Ja, es gibt gute Zitate. Sie schreibt ja auch wirklich sehr gut und sie schreibt gebrochene Charaktere. Aber irgendwie hat es mich nicht mitreißen können. Meine Gedanken sind auch ab und zu abgedriftet. Und ja, vielleicht wäre es als gelesenes Buch höher bewertet worden, das weiß ich natürlich nicht, aber ja, hier als Hörbuch hat es 2 Sterne nur bekommen. Dann habe ich hier ein absolutes Flop-Buch, wo es mir nicht wert war, irgendwelche tollen Zitate oder sonstiges dazu zu machen. Und zwar Fall of Legend hat nur 1 Stern bekommen, habe ich als Hörbuch gehört, fand ich grässlichst, muss ich leider sagen. Und ja... Deswegen habe ich hier nur eine schnelle Bewertung gemacht, ohne Design, ohne Zitate. So, dann habe ich gelesen, Wie die Stille vor dem Fall, ein Highlight-Buch, 5 Sterne. Ich schreibe jetzt bei manchen Büchern Highlight hin und bei manchen Jahreshighlight, weil ich sonst zu viele Jahreshighlights hätte. Und dieses Buch ist grandios, versteht mich nicht falsch. Band 1 und Band 2, ganz toll. Lest diese Bücher bitte. Also wirklich volle 5 Sterne. Aber es ist ein Highlight, aber ich werde es wahrscheinlich nicht in meine Jahreshighlight-Liste aufnehmen. Wobei es das ja auch verdient hätte. Ich kann euch das nicht wirklich erklären jetzt, wo ich da differenziere. Es ist einfach ein Gefühl. Es gibt ein Jahreshighlight-Gefühl und es gibt ein wow, tolles Highlight-Gefühl. Und das war eben einfach ein ganz, ganz tolles, volle Punkte, 5-Sterne-Highlight, aber kein Jahreshighlight-Gefühl dabei. Und das war's schon. Das nächste wäre dann schon der Februar. Ich bin jetzt recht schnell durchgesappt hier. Aber ich glaube, ihr habt im Prinzip von meinem Book-Journal verstanden, die Bewertungsseiten gesehen und... Ja, ihr könnt mir gerne schreiben, ob ich noch irgendwelche Punkte, vor allem bei den Monats- und bei den Wochenseiten, ändern bzw. hinzufügen kann. Ich höre da echt gerne Tipps. Es gibt ja immer wieder neue Listen, die man noch machen kann. Und es gibt immer wieder neue Dinge, wonach man sein Leseverhalten kategorisieren kann, seine Lesepläne sich ausmachen kann. Und ja, momentan läuft dieses System bei mir sehr gut, da ich ja monatlich...
wöchentlich und sogar täglich planen kann mit diesem System. Hier schreibe ich mir natürlich auch Challenges auf, wenn ich welche habe. Wie gesagt, ich schreibe mir jetzt auch immer die Weekly Goals auf. Da schreibe ich auch Challenges rein, ob ich 2 Bücher oder 3 Bücher beenden will, whatever, ob ich eine bestimmte Reihe beenden will, täglich mehr lesen, da kann man ja alles Mögliche an Zielen reinschreiben. Und wie gesagt, dadurch, dass ich hier auch die Tage habe, ich schreibe mir jetzt meistens hier die generellen Seiten her, die ich pro Tag lesen will, das passe ich immer an, ob ich Frühdienst habe, ob ich Spätdienst habe oder ob ich frei habe, je nachdem sind es mehr oder weniger Seiten. Und hier schreibe ich dann eben genauer hin, was ich wann lesen will, was ich wann starten und beenden will, wann ich Videos drehen will. Ich schreibe auch rein, wann ich sie hochladen will, wobei das immer sehr willkürlich bei mir passiert. Also meine Video-Hochladpläne werden oft durchkreuzt, einfach aus zeitlichen Gründen, wann ich schneiden und hochladen will. Aber generell schreibe ich es mir so circa rein, dass ich weiß, okay, in der Woche kommen diese 3 Videos. Gut, ich rede schon wieder zu viel, obwohl ich ja eigentlich gerade das Abschlussreden schon gemacht habe. Wie gesagt, ich freue mich sehr auf Anregungen von euch, vor allem was die Wochen- und Monatszeiten angeht. Und ja, ich danke euch sehr fürs Zusehen, wie immer. Freue mich auf Austausch mit euch in den Kommentaren. Und ja, bis zum nächsten Video. Tschüss!